Die Stimme im Kopf kann dir deinen Tag ganz schön versauen. Und leider hat das meiste, was du dem Internet bisher dazu angeschaut hast, überhaupt nicht funktioniert. Im schlimmsten Fall hat es den inneren Kritiker sogar noch lauter gemacht. Und genau aus dem Grund habe ich dieses Video hier für dich vorbereitet. Denn ich werde dir heute einige der besten und effektivsten Methoden, die direkt aus meinem Coaching kommen, mitgeben, damit du deinen inneren Kritiker nicht nur abstellen kannst, sondern ihn im nächsten Schritt vielleicht zu deinem besten Freund machst. Lass uns erstmal auf die absoluten No-Gos eingehen. Denn das sagen dir so viele Methoden da draußen, dass einfach hier, hirnrissig ist das. Erstens, drück den inneren Kritiker niemals weg, denn what you resist persists. Wo du Widerstand gegen hast, das wird stärker. Und zweitens, glaube ihm nicht einfach. Nur weil er dir sagt, du kannst das nicht, du bist so schlecht, du bist viel zu dumm dafür, andere sind viel besser als du, heißt das nicht, dass du jetzt ganz brav, alles klar, Herr innerer Kritiker, sagen solltest. Behalte diese beiden Punkte also unbedingt im Hinterkopf, okay? Das erste, was du dich fragen solltest, ist, warum haben wir eigentlich diese Stimme im Kopf, die uns scheinbar alle fertig macht? Ich weiß noch ganz genau, wo ich mit einem guten Freund auf der Couch saß in Köln und wir uns zum ersten Mal wirklich mich geöffnet habe und mit jemandem darüber geredet habe, dass diese Stimme in meinem Kopf ist, welche nicht gerade nett mit mir umgeht. Und ich bin mir sicher, du erinnerst dich auch an den ersten Moment, wo du wirklich dich mal gefragt hast, warum zur Hölle sind meine Selbstgespräche, warum ist mein innerer Monolog so dermaßen destruktiv und hält mich so sehr auf? Wir saßen da also und haben lange drüber diskutiert, bis wir zu einem Punkt kamen, den ich auch später in sehr, sehr vielen Büchern nachlesen konnte. Nämlich, die Natur designt ja nichts ohne Grund. Alles, was an uns dran ist, hat einen Grund. Auch die Stimme in unserem Kopf. Was will sie also? Sie will uns beschützen. Moment mal, wie zur Hölle will mein innerer Kritiker mich beschützen, indem er mich die ganze Zeit fertig macht? Denk mal an Folgendes. Wir Menschen haben vor tausenden von Jahren in der Wildnis gelebt, in kleinen Stämmen und haben jeden Tag uns auf die Jagd begeben oder haben Früchte gesammelt, um überleben zu können. Außerdem gab es da draußen andere Stämme und ganz viele wilde Tiere, die uns so schnell hätten umlegen können. Jetzt stell dir mal vor, du bist in dieser Zeit, dann drehen wir mal ein paar tausend Jahre zurück, wir gehen mal kurz in meine Zeitmaschine. Das reicht, weit genug zurückgedreht. Und stell dir vor, du verpasst in dieser Wildnis, wo du gerade unterwegs bist und vielleicht ein Raubtier jagst oder wo du gerade Bären sammelst, du achtest nicht auf dieses eine Rascheln hinter den Büschen. Du verpasst es vielleicht sogar, oder? Ist nicht wichtig. Und wumm, schon greift ein Tier dich an oder jemand von einem anderen Stamm, mit dem ihr vielleicht Krieg habt und bumm. That's it. Wir sind also darauf programmiert, ständig Probleme zu sehen, ständig das Negative zu sehen, weil in früheren Zeiten, als wir in der Wildnis gelebt haben, hätte eine übersehene Gefahr uns das Leben gekostet. Genau deshalb ist der innere Kritiker häufig so gemein zu dir und zeigt dir all deine Problemchen, all die Fehler, die du gemacht hast, all das, was du anscheinend nicht kannst, weil er dich am Leben halten will. Seine Aufgabe ist es nicht, dich glücklich zu machen. Seine Aufgabe ist es, dir dabei zu helfen, zu überleben. So, und jetzt wird's interessant. Das kannst du im Hinterkopf behalten, dass es nicht dein Feind ist. Es ist dein Freund. Was machst du mit Freunden? Du prügelst dich nicht mit ihnen und du läufst auch nicht vor ihnen weg, nicht wahr? Also, hoffentlich. Wenn du das tust, solltest du dir unbedingt neue Freunde suchen. Nein, was machen wir mit Freunden? Wir verbringen Zeit mit ihnen. Wir reden mit ihnen. Wir lernen sie kennen und weißt du was? Du hast da einen Freund in deinem Kopf. Wann hast du das letzte Mal mit ihm geredet? Und ich meine nicht mit ihm geredet in Bezug auf die ersten beiden Punkte, die wir heute gesprochen haben. Ja, okay, ich mach, was du sagst. Oder nein, geh weg. Nein, wann hast du das letzte Mal wirklich neugierig mit ihm geredet, was er dir eigentlich sagen möchte? Wenn er dich also peinigt und dir sagt, dass du etwas nicht kannst, dann mach Folgendes. Ich gebe dir mal eine coole Story mit. Pass auf, ich hatte letztens einen Unternehmer, der im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, im Coaching. Und er hat bis zu einem bestimmten Level skaliert, hat so seine 50.000, 60.000 Euro im Monat gemacht und wollte halt auf die 100.000 im Monat, also auf die mehr als 1 Million im Jahr. Und er hat gemerkt, shit, ich halte mich dabei zurück. Ich bin derjenige, ich weiß die Taktiken, die Strategien, also muss ich an mir arbeiten und deshalb kam er ins Coaching. Was haben wir da gemacht? Wir haben uns gemeinsam hingesetzt und einfach mal gemeinsam, dass er seinen inneren Kritiker externalisiert hat, haben wir gemeinsam uns mit ihm unterhalten. Ich habe ihm also bestimmte Fragen mitgegeben. Zum Beispiel, hey, warum hinderst du, nennen wir ihn jetzt einfach mal Adrian, ich will seinen echten Namen nicht nennen, warum hinderst du Adrian daran, sein Unternehmen weiter zu skalieren? Wovor willst du ihn beschützen? Welche Gefahr sieht er gerade nicht? Was siehst du, was ihm womöglich zur Gefahr werden könnte? Und jetzt wird's interessant. Die Antworten, die Adrians innerer Kritiker gegeben hat, die Adrian dann externalisiert hat, damit wir sie beide analysieren können, waren
sehr auf sein Umfeld bezogen. Naja, wenn ich jetzt mehr Erfolg habe, dann heißt das vielleicht, dass meine Freundin sich bei mir unwohl fühlt und weil ich so viel mehr als sie verdiene und dann heißt es vielleicht, dass sie mich verlässt, dass sie mich nicht mehr liebt. Vielleicht ist meine Freundin dann ja auch nur wegen meines Geldes bei mir. Wenn ich jetzt mein Unternehmen skaliere, dann habe ich ja noch mehr Arbeit. Ich habe ja jetzt schon wenig Freizeit. Ich will ja eigentlich mehr chillen. Warte mal, wenn ich noch mehr mache in meinem Business, habe ich ja noch weniger Zeit. Und was denken erst meine Freunde? Was, wenn meine Freunde mich dann nicht mehr mögen, wenn ich dieses Level an Erfolg erreicht habe? Stoßen die mich dann aus? Und boom, wie geil ist das denn? Der innere Kritiker hatte eine gute Absicht, denn er hat diese Gefahren gesehen, diese Ängste gesehen. Hey, wenn du dieses Ziel verfolgst, dann passiert womöglich das hier. Guck mal dahin. Deine Freunde, deine Freundin, die alle hassen dich dann. Und dann bist du allein in der Wildnis und stirbst. Denn so denkt der innere Kritiker, so ist er programmiert. Und jetzt können wir anfangen, mit dem inneren Kritiker zu reden und ihn beschwichtigen. Hey, nein, wenn ich das Ziel erreiche, dann kann ich ja Mitarbeiter einstellen und mehr Zeit mit mir und meiner Freundin verbringen. Oder nein, meine Freundin und ich, wir sind ja schon seit Ewigkeiten zusammen und ich spreche das jetzt einfach mal mit ihr an, was ich für Ängste habe, dass wir das in die Open bringen können. Wow, da kommen die Anglizismen raus. Ja, damit wir das, den Elefant im Raum mal ansprechen können. Und meine Freunde, nein, die feiern mit mir ja. Die feiern mich dafür, dass ich das mache. Also werde ich mit ihnen auch mal darüber reden, inwiefern sie hinter mir stehen. Bumm, Thema erledigt. Thema fucking erledigt. Wenn dir das Video bisher gefällt, gib dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Danke dir. Was uns dann zum nächsten Punkt bringt, nämlich der innere Kritiker möchte ja, wie wir es gerade gelernt haben, dein Bestes. Also frag ihn eine ganz spezielle Frage. Willst du die absolute Masterfrage haben? Die Frage, wenn du die einfach stellen würdest, du würdest bei Wer wird Millionär sofort 1 Million Euro gewinnen. Günther Jauch könnte nichts machen. Du würdest die Frage stellen, der würde sagen, hier, take it. Hier sind die Millionen. I don't care. Die Frage ist nämlich, wovor verschließe ich gerade die Augen? Denn was haben wir eben gelernt? Dein innerer Kritiker will dich beschützen. Also sieht er auch all die Sachen, wo du nicht hinschaust. Und wir alle, wenn du mal ehrlich zu dir bist, wir alle haben bestimmte Dinge im Leben, wo wir den hier machen. Hey, wenn ich das Problem nicht sehe, ist es auch nicht da. Meine Gesundheit? Nein. Ach Quatsch. Meine Finanzen? Gar nicht, nein. Das unangesprochene Thema in meiner Beziehung? Nein, das ist gar nicht da. Oh really? Ist es nicht? Doch, es ist die ganze Zeit da und nur weil du es versuchst zu unterdrücken, heißt es nicht, dass es weg ist. Dein innerer Kritiker will dich die ganze Zeit, wie so ein kleiner nerviger Bruder, ja? Wie so ein kleiner nerviger Bruder piekst er dich die ganze Zeit. Also so, jetzt sieht man das Pieksen. Piekst er dich die ganze Zeit und sagt, hey, guck mal dahin, Motherfucker, da ruinierst du gerade dein Leben. Da guckst du gerade nicht auf ein Problem. Da fuckst du gerade richtig ab. Da entsprichst du gerade nicht dem Potenzial, was du so gerne verwirklichen möchtest. Guck mal dahin. Stell ihm also die Frage, hey Mann, was sehe ich nicht? Wo schaue ich nicht hin? Und dann hör ihm einfach zu. Hör ihm zu und dann setz die Sachen um. Denn wir sind nicht hier, um uns einfach die ganze Zeit rosig und gut zu fühlen. Nein, der innere Kritiker ist nochmal dein bester Freund. Und er weist dich auf bestimmte Dinge hin. Hör ihm zu und dann ändere diese Sachen. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel aus meinem Coaching. Ich hatte letztens einen Unternehmer und Familienpapa im Coaching, der gesagt hat, dass er immer am Anfang des Monats anfängt, Vertrieb zu machen, bis sie so den Monat soll erreicht haben und dann hört er auf. Und ihm geht das so dermaßen auf den Sack, weil er jeden Monat, am Anfang jedes Monats, immer so richtig unruhig wird. So wie gesagt, es wird auf einmal alles anfangen zu jucken, zu kratzen und der innere Kritiker wird immer lauter und die innere Stimme schreit mehr und mehr und mehr, bis er dann wieder anfängt, endlich wieder Vertrieb zu machen und dann hört er wieder auf. Auch da sind wir diesen Prozess mal durchgegangen. Hey, innerer Kritiker. Johannes, nennen wir mal Johannes. Es ist übrigens sehr, sehr gut, deinem inneren Kritiker einen Namen zu geben, damit du wirklich merkst, hey, es ist wie eine Entität, die in mir drin lebt, mit der ich rede. Es ist keine Entität, es bist du, ja, aber es hilft sehr, in dieses Gesprächsformat zu kommen. Hey, Johannes, worauf möchtest du mich hinweisen, dass ich jeden Monat, immer am Anfang des Monats, immer diese Hummel im Arsch habe, dass ich super unruhig werde, bis ich wieder Vertrieb mache und dann aufhöre? Die Antwort war super simpel. Sein innerer Kritiker hat ihm sofort gesagt, hey Mann, du machst das jetzt schon seit Jahren und wann peilst du eigentlich, dass Vertrieb nicht deine fucking Stärke ist? Hol dafür jemanden rein. Deine Stärke ist hier und du hast einfach dein Ego, was dir im Weg steht, was dich immer wieder in diesen Bereich bringt. Mach nicht das, mach das. Boom, ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Auf einmal war Klarheit da, warum diese Stimme immer so laut wird und er so unruhig wurde. Was hat er gemacht? Innerhalb von 1-2 Monaten dieses Thema geklärt. Kam dieses Thema jemals wieder auf, diese Unruhe, dieses laute Geschrei im Kopf am Anfang des Monats? Nö.
Wenn du übrigens tagtäglich solche Tipps haben möchtest, direkt auf dein Ohr, dann hör mal in den Alexander Wahler Podcast rein. Da bekommst du jeden Montag bis Freitag, ja, fünfmal die Woche, eine neue Folge komplett kostenlos. Also hör in den Alexander Wahler Podcast rein. Was uns zu einer Sache bringt, wo ich mich immer vorgedrückt habe. Und das hier ist der absolute Gamechanger. Denn ich habe das Ganze von einem meiner ersten Coaches, Craig Feilek, gelernt. Großartiger Coach, der sehr viel mit Purpose Mapping macht. Das ist seine Methode, also wie du einen tieferen Sinn findest. Brutal geil. Und er hat mir damals, als ich, na, wie alt war ich da, so 24, 25, dann war er in seinen 40ern, gesagt, Alexander, wahres Denken findet nicht im Kopf statt, es findet auf dem Papier statt. Ich habe mir das Ganze angehört und erstmal gedacht, nee, glaube ich nicht. Denn ich habe mich dagegen gewehrt, meine Gedanken aufzuschreiben. Ja, das ist ja hier oben drin. Warum soll ich nicht auch hier weiterdenken? Bis ich es eines Tages gemacht habe. Warum? Ich konnte nachts nicht schlafen. Ich lag morgens um 2:30 in meinem Bett, hellwach, mit offenen Augen, weil die Stimme in meinem Kopf so dermaßen laut war, dass ich mir einfach nur dachte, oh mein Gott, lass es bitte aufhören. Was habe ich also gemacht? Nach langem Kämpfen mit mir habe ich mein Ego mal zur Seite geschoben. So, ich habe es aus dem Bild geschoben. Mein kleines Notizbuch genommen und angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben. Mit enorm viel innerem Widerstand, aber ich habe es gemacht. Und weißt du, was passiert ist? Auf einmal war da ein Aha-Moment nach dem anderen. Es war, als hätten meine Neuronen Sex und hätten einen Orgasmus nach dem anderen, weil ich plötzlich meine Gedanken auf dem Papier sehe und gemerkt habe, was ich da eigentlich erstens für ein Bullshit denke und zweitens, wo diese Gedanken herkommen, drittens, warum sie meistens gar nicht meine sind und viertens, wie sich eigentlich meine eigene Stimme anhört, anstatt die Stimme von dem lauten inneren Kritiker, der hier oben die ganze Zeit seinen Mist von sich gibt. Denn solange unsere Gedanken hier oben sind, denken wir, es sind meine. Ja, es sind meine Gedanken. Und alleine, weil dir etwas gehört, wertschätzt du es mehr. Wenn du es aber auf Papier bringst und die Gedanken so objektiv vor dir siehst, dann hast du dein Ego aus der Gleichung rausgebracht, heißt, du siehst die Gedanken objektiver und du siehst, dadurch, dass du alle Gedanken aufschreibst, die Reihenfolge, die logische Reihenfolge von deinen Gedanken und kannst sie zur Quelle zurückverfolgen. Schreib also ganz genau auf, was dein innerer Kritiker dir sagt und verfolge die Gedanken zurück. Wo kommen sie her? Sobald du sie aufschreibst und diesen Schritten folgst, sie verschwinden. Freiheit. Denn du verarbeitest das, was in dir vor sich geht. Dazu hatte mir übrigens letztens jemand auf Instagram eine Frage gestellt, die ich dann in der Story beantwortet habe. Also wenn du noch mehr zu dem Thema Gedanken aufschreiben und dadurch den inneren Kritiker zähmen lernen möchtest, folg mir auf Instagram. Was mich dann zu einer weiteren Geschichte bringt, nämlich, ich habe vor einigen Jahren mit einer Coachin gearbeitet, die mich in Energiearbeit eingeführt hat, wo ich mir erstmal dachte, was ist das für ein esoterischer Bullshit? Aber hier ist das Interessante. Wir hatten ein Gespräch, nachdem wir in einer sehr tiefen Hypnose, sehr tiefen Trance waren, wo bestimmte Gedanken, bestimmte Erinnerungen hochkamen. Und es ging um das Thema Frauen, ja, dass ich extreme Blockaden hatte auf Dates oder in einer Beziehung, mich wirklich zu öffnen. Ich hatte wirklich Angst, aus mir rauszukommen. Und ich hatte einen ganz bestimmten Satz im Kopf, nämlich, hey, wenn ich Frauen vertraue, dann wird mein Herz gebrochen. Wenn ich Frauen vertraue, dann wird mein tiefster innerer Kern verletzt. Dieser Gedanke kam durch diese Session zum ersten Mal hoch, denn vorher war es so, dass mein innerer Kritiker einfach die ganze Zeit auf mir rumgehämmert hat, wenn es um das Thema Liebe ging. Und meine Coachin hat mir eine Frage gestellt, welche für mich alles auf den Kopf gestellt hat. Also hör genau zu. Sie hat mich gefragt, Alex, wessen Stimme ist das? Ich habe sie erstmal dumm angeguckt, weil ich dachte, naja, es ist meine eigene Stimme, nicht wahr? Ich sag mir das doch. Woraufhin sie gesagt hat, nein, 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 das ist nicht deine Stimme. Das ist nicht dein Glaubenssatz. Das ist ein Satz, den du irgendwo aufgeschnappt hast, der seitdem in Dauerschleife in deinem Kopf läuft. Ich habe das Konzept einfach mal einsickern lassen und nachgedacht, wessen Stimme ist das? Und plötzlich hat sich die Qualität der Stimme in meinem Kopf hat sich verändert. Plötzlich wurde es eine andere Stimme, die aber das Gleiche sagte und es fiel mir auf, wer es war. Es war ein alter Bekannter aus meinem Leben, welcher nie Erfolg mit Frauen hatte, welcher extrem verbittert war und welcher mir das irgendwann mal in der Jugend gesagt hatte, als wir abends feiern waren und ich voll gut gelaunt war, super offen war. Ich war wirklich in einem offenen Zustand, wo ich einfach erhalte und habe diesen Satz mitgenommen und er ging sofort in mich hinein, ist sofort in meinen Denkenübergang und da hat er jahrelang gerattert. Also frag dich doch einmal, die Kritik, das Peinigen, die Zweifel, die Ängste, all das, was dein innerer Kritiker dir an den Kopf wirft, wessen Stimme ist das? Von wem hast du diese Weltsicht gelernt? Von wem hast du diesen Glaubenssatz? Von wem hast du diese negative, kleinmachende, dein Potenzial verneinende Aussage über dich gelernt? Sobald du erkennst, von wem du das bekommen hast, kannst du es fallen lassen, weil du merkst, warte mal, das
ist nicht meine eigene Stimme. Ich habe das von Jens oder von Susanne oder von Thorsten oder von Mama oder meiner Tante oder Papa oder meinem Bruder oder meinem ersten Chef oder meiner Ex-Freundin oder was weiß ich. Und du kannst es fallen lassen. Und siehe da, Freiheit. Setz das Ganze um. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du möchtest, dass ich dir persönlich dabei helfe, dann klick doch mal auf den Link in der Beschreibung, denn dort kannst du eine kostenlose Beratungssession mit mir oder einem meiner Coaches buchen. Klick da gerne drauf und buch deine kostenlose Beratungssession. Ich freue mich sehr auf dich. Bis dann.